Was fehlt dem BVB im Moment, Horst? Ich glaube, Marco Reus hat es richtig gesagt im Interview nach dem Spiel. Die Leichtigkeit ist abhanden gekommen. Das ist alles nicht mehr selbstverständlich, was sie auf dem Platz liefern. Das wirkt alles ein Stück weit gehemmt. Ursachenforschung können am ehesten eigentlich nur die machen, die daran beteiligt sind. Aber man hat immer so das Gefühl, dass das zurzeit mit wenig Überzeugung stattfindet. Ja, und ich glaube, das fehlt ihnen am Ende vom Tag. Ein Beispiel. Favre ist doch kein Typ wie Klopp. Was braucht der BVB? Ja, aber das haben wir schon oft. Ja, aber also, die brauchen, Neues, da, ne? Fragt man sich ja, warum Aki Watzke dann diesen Trainer verpflichtet hat. Weil man braucht doch eigentlich in Dortmund, genauso Schalke, Emotionen. Da braucht man noch einen, der richtig Gas gibt, mitgeht, die Leute mitnimmt. Wir haben vorhin gesehen das Bild, wo Mario Götze am Trainer vorbeigeht. Das darf nicht passieren. Wer hat da Schuld in dem Fall für dich? Der Trainer ist der Kopf des Ganzen und wird unterstützt vom Management und anderen. Die dürften sowas eigentlich gar nicht aufkommen lassen. Aber kann nicht mal sein, dass ein Trainer einfach sauer ist und vielleicht muss man den Spieler immer abklatschen. Muss man das denn nochmal? Also wenn man... Nee. Bitte. Ist immer eine Außenwirkung, die man da wahrnimmt als Zuschauer. Natürlich wirkt das, ich sag's mal vorsichtig, komisch, weil das sind 2 Meter Unterschied vielleicht. Lucien Favre wusste, dass Mario Götze kommt. Er hat danach dem Spiel gesagt, er sei auf die Begegnung in dem Moment fokussiert gewesen, auf das Geschehen auf dem Spielfeld. Dann muss man das hinnehmen. Man kann nicht immer was Böses unterstellen, aber es wirkt auf jeden Fall, auch angesichts der momentanen Situation beim BVB, nicht gut. Dann finde ich, muss ein Trainer auch im Sinne des Ganzen noch so fokussiert auf das Spiel seiend, sehr wohl wissen, ich glaube, es ist jetzt besser, wenn ich zu dem hingehe und ihn mal kurz streichle, weil es gucken alle genau auf diese Szene. Das kann ich dir leider nicht bei aller Fokussiertheit nicht schenken. Was ist deine Einschätzung? Ja, ich würde das jetzt nicht so hoch hängen. Am Ende vom Tag ist es ja wichtig, wie die zwei oder insgesamt Trainer mit Mannschaft auskommen. Wenn die ein intaktes Verhältnis haben, dann sind die Prioritäten in dem Augenblick nicht darauf bedacht, für die Öffentlichkeit es gut zu machen, sondern im Prinzip der Trainer kümmert sich um die Mannschaft, um das Spielgeschehen halt, ausgewechselte Spiele. Man kann das alles machen, aber wenn alles in Ordnung ist, muss man es nicht machen, wie Olli es richtig sagt. Aber wenn alles nicht in Ordnung ist, das ist nicht in Ordnung. Wenn du ihn beobachtet hast, und zwar nicht, als er dann mit dem Doktor schon rumlief, Götze, sondern als er alleine auf die Hintertor aus dem Tor zuging, dann das Gesicht und das, was der vor, normal machen die immer so, was der ihm ist sehr spät eingefallen, nichts mehr jetzt. Wobei regeltechnisch muss man sagen, der musste hinten raus. Ja, völlig. Nein, nur wie er mit sich selber sich sein Glück über die Auswechslung, über das Spiel bisher, über die Position, die er spielen durfte, über das alles, wie er sich im Moment in Dortmund wiederfindet, wie er das nah dran war, auszuspucken. Insofern, du musst für die Öffentlichkeit Dinge auch manchmal machen, um nach außen ein bisschen den Laden zu schließen. Denn das, was in Dortmund im Moment passiert, ist von außen, von innen nicht gut. Aber ist ja genau das, was Marcel sagt. Wir hatten ja dieser Tage auch die Situation, das kam ja ein Jürgen Klopp eingeflogen für eine Buchvorstellung. Ja. Wenn es die Szene mit Jürgen Klopp gegeben hätte, egal wie fokussiert der Trainer gewesen sein mag, der hätte sich 100% rumgedreht, hätte den Burschen in den Arm genommen, egal wie er gespielt hat. Mario Götze gestern 0 Torschüsse, also der war auch bedient. Davon ab, ich zum Beispiel bin kein Freund davon, dass Auswechslungen stattfinden dürfen hinterm Tor. Auf der anderen Linie ist eine ganz komische Situation schon gewesen. Und auch beim FC Bayern haben gestern auch 2 Spieler mit dem Trainer nicht abgeklatscht. Kann vieles bedeuten, kann nichts bedeuten. Genau, man muss doch mal gucken, wie handeln die das sonst miteinander. Ja, ist es so, dass Lucien Favre immer mit seinen Spielern abklatscht oder macht das eigentlich eher selten? Also ich glaube, da, wenn er das jetzt immer machen würde, bei jeder Auswechslung, ja, und jetzt in dem Augenblick nicht macht, dann muss man es vielleicht ein Stück weit hinterfragen. Aber ich glaube, dass er es selten macht, abzuklatschen. Ja. Und von daher ist es ein Stück weit Routine, weil er sich dann einfach auf das Spiel fokussiert. Das hat aber nichts damit zu tun, dass es automatisch kein gutes Verhältnis zum Spieler vorhanden sein muss, sondern im Gegenteil. Das kann auch alles ganz normal intakt sein, weil die den Ablauf kennen miteinander. Du holst einen Julian Brandt, du holst einen Nico Schulz, du holst einen Hazard und Mats Hummels so outstanding, mit denen wurde gar nicht viel geredet, weil der passt sowieso. Aber viele haben auch gesagt, zu Recht, das ist gutes Bundesliga-Maß, was sie geholt haben. Wirklich gutes Bundesliga-Niveau ist aber etwas, was sie zum Beispiel auf Champions-League-Ebene enorm weiterbringt. Der Julian Brandt hat in Leverkusen gut funktioniert, auch wegen Kai Havertz und dem Zusammenspiel dort. Der Nico Schulz, der war jetzt verletzt, darf man nicht vergessen. Ja. Hazard hat eine alles andere als überragende Rückrunde gespielt. Der war da schon nicht mehr
in der Form in der Hinrunde war, als er nach Dortmund kam. Und das sieht man jetzt, dass es auf dem Papier gut aussah, aber noch nicht all diese Personen noch nicht das auf den Platz bringen können, was sie eben zu guten Zeiten in anderen Vereinen gemacht haben. Deswegen kann man das den Verantwortlichen nicht vorwerfen, aber du kannst nicht wissen, dass sie vielleicht Zeit brauchen, um das wieder abzurufen, zu dem sie in der Lage sind. Aber was ich wirklich vermisst habe, als Mario Mandzukic zum Beispiel auf dem Markt war, dass man da nicht zumindest mal drüber nachdenkt, wobei ich fairerweise sagen muss, ich bin im Büro nicht dabei gewesen. Wollte, ne? Vielleicht haben sie es intern wirklich besprochen, ja. Aber das zum Beispiel wäre für mich eine Alternative gewesen. Aber das sind alles so ähnliche Typen. Gestern, als Hazard eingewechselt wurde, relativ spät, Brandt auch, da kam ja der BVB. Also das muss man denen ja, ich habe eher gedacht am Anfang, die sind müde von dem Mittwochspiel gegen Inter Mailand. Aber Schalke wurde ein bisschen müde ja, am Ende. Ja, genau. Und auf einmal Dortmund in der 70. Minute, auf einmal fing die an Fußball zu spielen. Sancho hat noch eine Riesenchance gehabt, am Tor knapp vorbei. Aber das sind alles ähnliche Typen und deswegen, die Mischung stimmt nicht. Aber so hat Favre auch in Gladbach spielen lassen. Denk mal, ja. Man hat es mit Luc de Jong auch mal probiert, das hat nicht funktioniert mit dem Stoßstürmer vorne drin. Der hat danach wieder in Holland gezaubert ohne Ende. Und das muss man wissen natürlich. Und da setzt man sich sicherlich zusammen und spricht ja vorher. Und die Freude fehlt mir auch, im Gesichtsausdruck, nicht nur bei Mario Götze, sondern auch bei den anderen, so die Freude am Fußballspielen. Ich denke trotzdem auch, man darf nicht verkennen, man denkt immer, Dortmund hat jetzt die super junge Mannschaft. Dortmund hat auch eine Mannschaft, die ist im Schnitt 27 Jahre alt ungefähr, auch wie die Bayern. Worauf ich hinaus möchte, ich glaube nicht, dass das jetzt eine Mannschaft ist, die jetzt ständig den großen Zampano nur an der Seitenlinie braucht. Also da sind schon noch Charaktere dabei, von denen man erwarten kann, dass sie von sich aus vorne weggehen. Und wir haben es eben diskutiert, Witzel, Delaney spielen auch momentan nicht in der Form, wie man es erwarten könnte. Auch ein Mats Hummels hat immer noch Luft nach oben. Und man muss auch ganz klar sagen, ein Hazard, ein Julian Brandt, das sind gute Bundesligaspieler, aber keine konstant sehr guten. Es gibt Gründe, warum auch ein Brandt vielleicht nicht in München gelandet ist, sondern beim BVB. Und Julian Brandt, darauf wird es auch jetzt ankommen, dass sie ihn eben so integrieren. Er ist, wie gesagt, kein Stoßstürmer. Die Spielweise der Mannschaft und das, was auf dem Platz passiert, das allerdings ist im Verantwortungsbereich des Trainers und sonst von Nobody. Und wenn das nicht funktioniert, muss er sich fragen lassen, warum er es nicht hinkriegt. Mhm. Genauso wie Niko Kovac sich in München fragen lassen muss, bevor wir dann wieder über Menschenwürde reden, sich fragen lassen muss, sag mal, warum spielen die so, wie sie spielen? Also, Oliver, ich war... Oder besser gesagt, warum spielen sie nicht so, wie sie spielen können, sollten, müssten?